Heute werden wir in Craft Attack ein komplettes Ozeanmonument trockenlegen und umtransformieren. Das Ganze hatten wir in dem Aufgabenvideo angefangen und werden es nun heute beenden. Das Ganze werden wir dann so als zweite Base usen und ich finde, es sieht auch einfach nur sehr, sehr geil aus, wie es letztendlich jetzt am Ende geworden ist. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr findet, wie es geworden ist. Falls ihr diesen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, Freunde, würde es mich sehr, sehr supporten, wenn ihr dies tun könntet. Es ist ein Klick und supportet mich sehr. Lasst uns auch versuchen, heute die 5000 Likes zu knacken. Wäre sehr, sehr nice, Freunde. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Ein komplettes Ozeanmonument trocken. Und zwar wird es das hier sein. Ey, Freunde, ich weiß aber nicht, ob es euch gerade aufgefallen ist, aber Ozeanmonument, ne? Wir sind am Machen. Guck mal, das ganze Ozeanmonument ist jetzt frei. Das ist der letzte Block. Und wenn wir das abbauen, ist das ganze Monument frei. Auf der Seite ist kein Block mehr von dem Monument. Das heißt, wir müssen dann nur noch das Ozean wegmachen und dann steht der Kollege hier frei. Und innen, glaube ich, ist der auch schon trocken. Und dann können wir da actually coolen Stuff dann machen. Hier trennen wir das noch ab. Dann müssen wir, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 hier nochmal machen. Und dann, ja, wir machen nur noch einmal. Das heißt, wir machen hier dann noch eine Abtrennung und dann war's das. Alles trocken, nur das hier noch. Und das machen wir jetzt weg. Pass auf. Zack, 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 zack. Bitte geh weg einfach. Ich fasse es nicht. Wir haben es trocken. Das ist das erste Mal, dass ich sowas in Minecraft mache. Ein Ozeanmonument trockenlegen. Und letzter Schwamm. Wir haben es. Es ist trocken. Guckt euch an. Jetzt hat das Problem. Ich glaube, dass wirklich innen noch nicht ganz trocken ist. Hier. Aber das machen wir noch. Und dann müssen wir den Sand noch wegmachen. Da Glas hin. Und dann transformieren wir das noch um. In Blackstone, glaube ich. Aber das ist schon mal cool, dass wir so weit jetzt schon mal haben. Wenn ich dich erwische, wenn ich dich erwische. Das ist doch mal. Das ist doch mal. Mann, Digga. Ich muss doch alles machen. Mann, kommt ich hier rein. Halt's Maul mich, Digga. Guckst du jetzt weg, sag mir das. Jetzt kannst du stören, komm. Du musst nicht überspielen. Nein, mach nicht, bitte. Okay, warte. Nein. Digga, ihr seid solche Opfer. Wo findet ihr das lustig? Digga, ey, Hugo, halt Hugo, Hugo. Ich brauch mein Statement von dir. Ich habe es gar nicht gecheckt, aber wir sind fertig. Wir haben alles komplett rundum jetzt mit schwarzem Glas. Und das nächste, was wir jetzt machen werden, ist, denke ich, die bisschen hier Terraform. Das heißt, den Berg hier weg, damit alles ungefähr auf der Ebene ist. Chat, ich fasse es nicht. Wir haben es wirklich durchgezogen. Es ist 2 Uhr morgens. Wir haben die ganze Nacht jetzt hier reingegrindet, um das hier fertig zu machen. Und das ist der letzte Haufen, den wir wegmachen müssen. Und den haben wir mitgemacht. Wir sind fertig. Der ganze Ozeantempel ist trocken. Nur innen noch nicht. Innen ist noch ein bisschen Wasser, aber das machen wir. Das juckt eigentlich. Und er ist komplett auf einer Höhe. Vom Boden her jetzt. Terraform. Und das sieht sehr, sehr geil aus. Und da ist ein Slime-Chunk sogar. Hier. Ich habe auch schon einen Plan. Ich glaube, wir bauen jetzt mit Blackstone und so dann schon mal die kaputten Sachen hier so nah. Und wir machen uns auch mal vielleicht so ein grobes Design. Vielleicht mache ich das mit World Edit schon. Und ersetze bestimmte Blöcke mit anderen Blackstone-Blöcken. Und dann kann man ja gucken, wie es am geilsten aussieht. Und das machen wir dann. Und dann würde ich sagen, machen wir Blackstone-Tempel daraus. Und Wände würde ich schwarz machen mit Concrete bis zum Boden. Und ich glaube, den Boden, ich würde kein Nebelloch machen, weil Nebelloch habe ich mich satt gesehen ein bisschen. Ich glaube, wir machen schwarzen Concrete einfach auf dem Boden auch. Oder weiß ich noch nicht was. Irgendwas. Freunde, wir haben Materialien. Wir werden jetzt dieses Ozeanmonument hier umbauen. Das hier wird auf gar keinen Fall alles reichen, aber es ist ein Anfang. Zur Erklärung, damit jeder rafft. Prismarine Brick wird ersetzt durch Blackstone, okay? Dann, normaler Prismarine wird ersetzt durch Polished Blackstone. Und ansonsten, Seelaternen ist gleich Shroomlights. Und obendrauf, auf die Dächer werden wir rotes Glas packen, was hier drin ist, aber nur auf 2 Ebenen. Und das hier soll Glided Blackstone werden oder Gilded, keine Ahnung, wie es heißt. Aber den haben wir noch nicht. Da werden wir gleich später vielleicht noch, glaube ich, eine Bastion abbauen. Aber wir verbauen jetzt erstmal die Blöcke und dann müssen wir sowieso Blackstone farmen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir ran und machen erstmal diese ganzen Dinger hier weg.
Wir bauen beim Monument weiter, das ist der letzte Stand. Ich habe ganz viel Blackstone. Plus habe ich sogar hier noch Blackstone. Hier, hier. Das wird alles jetzt verbaut. Und wir machen das Monument heute, denke ich. Das Monument an sich fertig. Und hier würde ich gerne Black Concrete oder Boden müssen wir noch schauen. Aber das machen wir. Boah, Digga, ich bin so froh, wenn wir hier unten fertig sind, weil unten ist so scheiße zu bauen. Aber das ist halt der ganze Boden von dem Ding, ne? Ich bin gleich gespannt, wie das von innen aussieht. Wir sind jetzt außen fast fertig und wir wollen es ja innen natürlich irgendwann früher oder später auch schön bauen. Und ich bin gespannt, wie viel wir innen dann noch rein theoretisch ersetzen müssen, damit es geil aussieht. Und was innen jetzt noch alles Prismarine ist und so. Zack. Und jetzt oben noch. Und wenn wir das haben, glaube ich, sind wir... Nee, hier vorne noch. Hier vorne die Dinger noch und dann sind wir fertig. So. Ich überlege... Ja, wir machen es, glaube ich, aber einfach aus Blackstone. Auf ganz klassisch. Okay, und das, glaube ich, sind die letzten Blöcke von dem Monument. Das war's. Außen sollte das jetzt komplett transformiert sein. Ja, es ist komplett aus Blackstone. Komplett rundum Blackstone. Es ist fertig. Und jetzt ist das Ding, der Tempel steht. Was ich jetzt vorhabe, da müsst ihr mir sagen, ob das gut ist. Ich glaube nämlich schon. Hier die Wände machen wir runter. Black Concrete, damit das mit dem schwarzen Glas hier passt. Und den Boden müssen wir dann nochmal genauer gucken. Aber die Wände auf jeden Fall Black Concrete, würde ich sagen. Okay, der Concrete hier wird uns safe nicht reichen. Aber egal, wir fangen schon mal an. Ich bin mit der Wand fertig. Geil. Und jetzt der Boden, aber ich weiß nicht was. Aber Freunde, wir machen den Tempel jetzt, wie ich von innen hole. Weil bei Cast sah das geil aus und wir machen das jetzt auch. Und dann können wir innen selber unsere Räume noch gestalten. Das finde ich geiler. Aber ich will mir vielleicht so kurz so Kleinigkeiten merken, wie zum Beispiel hier und hier die Wand. Lass mal das hier so dastehen. Boah, so viel von diesem Block, Alter. Prismarine, Prismarine. Aufpassen, dass wir auch bauen und wo es nicht, Leute. Boah, geil. Boah, das sieht eigentlich geil aus hier. Boah, ich glaube, das lasse ich hier stehen für Inspiration später. Soll ich das stehen lassen oder nicht, ist jetzt die Frage. Das hier lassen wir so stehen, das brauche ich auch irgendwie in Blackstone nach. Aber mittig, glaube ich. Ja, es geht sogar. Ich baue es mittig zur Tür. So, geil. So, und jetzt muss ich noch gucken, was da oben los ist. Aber ich glaube, das hier reißt mir einfach ab. So, und dann ist der Kollege auch von innen hohl. Komplettes Ozeanmonument von innen ausgehöhlt. Und wir haben so viel Prismarines, das ist gestört. Ey, dann ist das Ozeanmonument jetzt soweit fertig, dass wir sagen können. Innen würde ich sowieso alles irgendwann machen. Aber ich würde auf jeden Fall außen noch Lava machen und Magmablöcke. Das ist noch das nächste Ziel, was wir haben. So, Freunde, ganz ungewohnt. Ich melde mich hier offstream vom Bau von dem Monument. Ich sitze hier heute schon den ganzen Tag und platziere die Lava. Ich bin hin und her geflogen mit diesen Eimern. Immer diese Kisten befüllt. Inventar voll mit Lava-Eimer. Hier runter. Und ihr seht schon, wir sind richtig weit gekommen, was das angeht. Es ist alles jetzt gefühlt schon voll mit Lava. Das heißt, wenn man es von hier oben betrachten würde, würde man es gar nicht mehr erkennen, außer das hier. Das kleine Stückchen werden wir jetzt aber machen und dann sind wir mit dem Ozeanmonument fertig. Wir haben es komplett transformiert. Von außen ist es einfach nur geil.
Jeder einzelne Block hier ist halt einfach eine Lavaquelle, was halt ehrlich einfach nur gestört ist. Also wirklich, wirklich, wirklich. Und das ist sehr, sehr geil. Sieht sehr, sehr geil aus. Wie gesagt, dieses kleine Stückchen hier unten fehlt noch. Ich glaube, das ist jetzt einmal noch in Nether. Die Eimer da befüllen, zurück platzieren, fertig. Vielleicht noch ein zweites Mal, ich denke aber nicht. Und das werden wir jetzt machen. Ein allerletztes Mal. Ich bin sogar hier ohne Facecam, weil ich den ganzen Tag wie so ein Penner hier jetzt vorm PC sitze. Und hier diese Lava im Platz hier, Alter, das ist gestört. Ich mache nichts anderes, aber ich wollte das unbedingt noch für dieses Video fertig bekommen. Deswegen machen wir das jetzt und ich würde sagen, wir gehen in den Nether und holen jetzt noch einmal die Eimer. So, Freunde, wir sind, Digga, ich bin immer noch hier am Hängen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich baue seit so langer Zeit hier jetzt dran. Und ich bin jetzt am Ende, erstens mit dem Nerv und zweitens hier mit der Lava. Guckt euch an. Es ist nur noch diese kleine Fläche. Das sind nicht mehr viele Lava-Eimer. Wir haben auf jeden Fall genug auch noch oben. Und es ist so geil. Es ist wie jeder einzelne Block hier unten eine Lavaquelle. Ich kann zwar sein, dass ich ab und zu mal eine vergessen habe, aber sieht hier gerade nicht so aus, wenn wir hier mal so drüber fliegen. Ich glaube, das ist wirklich alles sehr, sehr clean. Und wir haben wirklich keinen einzelnen Block vergessen. Außer die hier. Die machen wir jetzt aber. Und das sind wirklich die letzten Blöcke, die wir hier platzieren müssen. Und dann ist unser Ozeanmonument umtransformiert worden in ein mehr oder weniger Lava-Monument. Würde ich fast nennen. Oder beziehungsweise so aus Blackstone in so einem Dark-Theme-Monument. Und ich finde wirklich, es sieht sehr, sehr geil aus. Von innen ist aber jetzt noch natürlich die Frage, was wir da machen. Das zeige ich euch nämlich gleich. Denn innen haben wir jetzt natürlich noch nichts. Aber ich würde das noch erstmal so lassen. Ich habe jetzt hier diese Sachen stehen lassen, weil ich dieses Grundding von einem Monument cool fand, wie das hier aussieht. Die sind ja normalerweise die Goldblöcke drin. Das hier habe ich auch stehen lassen, dass man hier so eine zweite Ebene machen kann, theoretisch. Das da hinten habe ich auch stehen lassen, damit ich weiß, dass hier immer so Säulen waren. Und das hier habe ich auch stehen lassen, weil ich das auch cool fand. Daran werden wir uns orientieren, wenn wir das hier innen ausbauen. Aber ich glaube, wir lassen es sowieso erstmal leer stehen und eventuell später in Craftstack werden wir dann hier irgendwie vielleicht RP-mäßig was daraus machen oder einfach unsere zweite geile Base reinbauen, weil der Fokus nach dem Monument liegt auf jeden Fall in unserer Main-Base, wo es aktuell nicht so vorangeht. So, aber da können wir dann weitermachen, wenn wir hier jetzt die letzten Lava platziert haben. Oh mein Gott, ich bin so glücklich und ihr wisst gar nicht, wie geil das Monument einfach aussieht. Und ich zeige euch das dann auch noch bei Nacht mit Shader in Lava, mit den Shroomlights und alles. Es sieht einfach nur geil aus. Wirklich. Ich bin so froh, dass wir das fertig haben. Und vor allem, wie krass viel Aufwand auch diese Lava hier unten ist. Das ist schon echt ein geiles, nebenbei kurzes Projekt, was wir jetzt so angefangen haben. Wirklich sehr, sehr geil. So, das hier sind wirklich die letzten Blöcke. Guckt euch an, es ist nur noch dieses Mini-Loch, dann sind wir fertig. Ich kann es gar nicht glauben. Ihr wisst gar nicht, wie krass das für mich ist. Weil ich hier legit so lange saß, um die Lava hier reinzumachen. Und das hier sind die letzten zwei Lava-Eimer. Jeder Block hier unten ist eine volle Lavaquelle. Wir haben es geschafft. Ich hocke hier schon den ganzen Tag, platziere die Lava. Ich bin so am Ende. Jetzt. Das ist der letzte Lava-Eimer. Oh mein Gott. Und wir sind fertig. Das Monument steht in der kompletten Pracht. Und wir können es uns jetzt endlich angucken. Guckt euch an. Digga, wann wir da angefangen... Ey, ich schwöre, wir arbeiten da jetzt schon eine Woche oder länger dran. Erstmal das hier rundziehen. Dann die Streben rein. Schwämme, Wasser weg. Dann die Guardians killen. Innen trocken. Dann abbauen wieder alles. Dann das Umtransformieren mit den Blackstone-Blöcken. Alles war so viel Arbeit, aber es ist nun endlich fertig. Es ist wirklich einfach nur geil, dass wir hier endlich fertig sind. Im Stil zu den Cosmetics jetzt auch das Monument hier zu haben. Alles Lava, alles eine Quelle, alles geil. Wie geil sieht das bitte aus? Ihr könnt mir... Also geil. Junge, es ist einfach nur nice. Es ist wirklich geil. Ich freue mich, dass es fertig ist. Für die Arbeit lasst auf jeden Fall unbedingt ein Abo da und einen Like, falls ihr das noch nicht getan habt. Würde mich sehr, sehr freuen. In dem Sinne, wir haben diese Aufgabe von der eigentlich original Instagram-Challenge, was dann doch ein bisschen länger gedauert hat mit der Lava und alles. Ich finde, so kann man sich das wirklich schon geben. Ist ein geiles Ding. Geiles Ding. Aber Fokus liegt jetzt erstmal an der Mainbase. Die kann ich euch auch mal kurz zeigen, falls ihr die hier noch gar nicht so genau kennt. So, das hier ist hier unsere Mainbase, falls ihr die noch nicht kennt. Auch sehr, sehr geil. Zwar jetzt noch nicht so weit, weil hier habe ich erstmal die Mauer gezogen. Das war, hat relativ lange gedauert sogar. Und ansonsten habe ich jetzt hier schon so ein bisschen Wald und so. Und das wird hier dieser Golem, wo die Arme so im Berg sind. Und der so im Berg begraben ist. Und die Arme sollen hier noch nach vorne ragen und so. Da müssen wir uns jetzt erstmal einen Fokus drauf legen. Aber Monument ist fertig. Ich bin glücklich. Das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Like da. Abonniert den Kanal. Kommentiert, wie ihr es findet. Und ansonsten, falls ihr Vorschläge habt, was wir in Craftstack noch machen können. Und oder was wir hier in der Base bauen können. Oder ins Monument. Schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.
woran trainierst du jetzt für den Boxfight eigentlich? Gar nicht, er hat Willenskraft. Oh mein Gott, was, Digga, was ich schwöre, ich geh gleich. Hä, du der Boxkampf ist seit 4 Tagen oder so, so, ne? Und du willst sagen, dass du schon trainiert hast, oder wie? Ich hab überall einen Muskelkater. Von was? Von der Willenskraft. Ja, Digga, oh mein Gott.